Hallo und herzlich willkommen in der Multideck-Mixing-Lektion. Ja, Praxis Multideck-Mixing. Ein sehr spaßiges Thema im Prinzip. Wenn man sich gut vorbereitet, kann man da extrem viel machen. Und wir führen euch da jetzt ein paar Sachen vor. Wir haben uns hier in erster Linie eben elektronische Tracks rausgesucht, weil es auch ja, eher darauf hinauslaufen wird, dass DJs der elektronischen Musik das wirklich nutzen werden, weil zum Beispiel gerade für Hip-Hop-DJs oder auch egal Mixed Music, die dann eher mal vielleicht ein paar Samples oder One-Shots abfeuern, da eignen sich in der Regel eher die Sample- oder Remix-Decks, die ja jede DJ-Software heutzutage eigentlich mit an Bord hat. Und deswegen ja, nimmt man da eigentlich gar nicht mehr wirklich richtige, komplette Decks dafür, sondern eher noch in der elektronischen Richtung, wenn man da ganze Tracks reinbringt. Und deswegen zeigen wir es euch so. Wir machen eben einmal Haupttrack aufpeppen sozusagen, dann komplexe Übergänge zwischen mehreren vollständigen Tracks im Prinzip. Dann noch einmal Live-Producing, muss eher in die minimalistische Richtung geht, wo man dann einen großen neuen Track im Prinzip arrangiert. Und als letztes dann noch ein kleines Live-Mash-Up im Prinzip. Gut, also wir haben hier unseren, nehmen wir es jetzt mal, Haupttrack. Eigentlich auf jeden Fall schon ein ziemlich cooler Track, aber ja, da geht in Anführungszeichen noch mehr. Also den Track könnte man in Anführungszeichen noch ein bisschen voller packen. Aus der Cue- und Loop-Lektion kennt ihr schon unser Vinyl-Sample hier. Wir haben jetzt hier noch die Höhen und Tiefen ein bisschen rausgenommen. Ihr hört wieso, eben wir wollen uns eher auf die Vocals, die Mitten konzentrieren. Und wir haben hier noch einen Loop genommen von einem Track, um hier nochmal ein bisschen Vocals und eine Groove, ein bisschen Melodie mit reinzubringen. Auch hier haben wir die Tiefen rausgenommen, damit sie den Tiefen hier auf diesem Deck, also von unserem Haupttrack, nicht in die Quere kommen. Gut, also unser Haupttrack läuft und dann müssen wir natürlich erstmal unser Vinyl-Sample darauf beatmatchen. Wir haben jetzt hier den Pitch-Fader schon mal richtig eingestellt. Wir haben ja gesagt, auf der Null-Position sozusagen bei einer 33 Umdrehung pro Minute Platte wäre dann die BPM von so einer Platte eben 133,33 BPM. Dieser Track hier, unser Haupttrack, hat 127, deswegen eben müssen wir unser Sample verlangsamen und eben jetzt noch manuell an den Track anpassen. Logischerweise alles unter dem Kopfhörer. Wir machen es jetzt eben alles laut für euch, damit ihr es auch alles richtig mitbekommt. So, das heißt, wir steuern jetzt hier im Prinzip auf den Drop zu und können dann zum Beispiel schon mal unser Vocal reinbringen. Wir können da zum Beispiel auch mit dem Filter arbeiten, um das Sample noch ein bisschen entspannter reinzubringen. Schaut da auch mit der Lautstärke, passt da auch mit der Lautstärke auf, weil das Sample ist zum Beispiel ja natürlich schon sehr laut.
Und um das Ganze noch ein bisschen cooler zu gestalten, könnt ihr hier zum Beispiel auch noch ein Echo drauflegen. Das ist ja auf jeden Fall soweit schon mal ganz cool, aber wir wollen jetzt hier auf jeden Fall noch einen draufsetzen, natürlich mit dem, dass wir auch noch Deck 2 sozusagen mit reinbringen. Ihr könnt da eben spielen, die Tracks reinbringen, wieder rausnehmen. Ja, also ihr seht, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Einfach als Beispiel, wir haben jetzt hier mal einen eigentlich schon sehr coolen Track genommen, haben da eben noch ein cooles Vocal draufgelegt und hier nochmal ein paar Vocals und ein bisschen Melodie und Groove noch mit reingebracht. Da müsst ihr einfach schauen, nicht, dass es irgendwie zu voll klingt, dass es irgendwie zu viel wird, dass ihr es vor allem auch an der richtigen Stelle reinbringt. Schaut da, dass ihr euch eben an das Phrasen- und Taktmuster haltet, dass es so rüberkommt, wie als wäre die Produktion eben so und dass ihr nicht live was macht. Ihr habt hier dann sehr coole Möglichkeiten. Das ähnelt natürlich den Stem-Decks oder eben diesem Stem-Format, weil ihr hier einzelne Spuren habt. Wir konnten jetzt hier zum Beispiel den Echo-Effekt nur auf das Vocal legen, ähnlich wie es auch bei Stems dann möglich wäre. Oder eben hier nur auf dieses Deck einen Filter und so weiter. Denn wenn es ja ein Track wäre, dann könnt ihr ja nur eben direkt den ganzen Track so manipulieren. Das ist also eine richtig coole Sache, um ja einen Track nochmal aufzupeppen, dem nochmal richtig Drive zu geben sozusagen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, wie ihr im Beispiel gerade gesehen habt, so einen Haupttrack durch einen Vocal von dieser Platte ja aufpeppt im Prinzip, dann
liegt es ja auch nicht fern, dass man vielleicht sogar ein ganzes A cappella im Prinzip über einen Instrumental oder generell einfach über den Track legt. Also im Prinzip einen A cappella Remix macht, wie so eine Art Live-Remix. Und da ist auf jeden Fall wichtig, noch wichtiger als bei so einem kurzen Sample, dass halt das eben harmonisch ist, logischerweise. Klar, wenn es dieselbe Tonart hat, dann ist es eh klar. Aber eben harmonisch an sich wäre wichtig. Und das müsst ihr einfach ausprobieren, ist ja ganz logisch. Und vor allem, wenn ihr ja dann noch die Geschwindigkeit von dem A cappella angleichen müsst, dann ist auch wichtig, dass ihr eben entweder Keylock anmacht, insofern der Key so bleiben soll, oder eben darauf achtet, dass wenn ihr die Geschwindigkeit verändert, wie sich dann auch der Key verändert, je nachdem, ob es dann immer noch harmonisch ist oder dass es erst dadurch harmonisch wird. Ist ja alles möglich, einfach auf jeden Fall daran denken, weil eben das Instrumental und das A cappella harmonisch sind, ist extrem wichtig. Dafür, dass ihr das A cappella an den Haupttrack sozusagen anpasst, ist es ja besonders wichtig, dass ihr auch die BPM von dem A cappella kennt oder es eben einfach per Beatmatching angleicht. Per Beatmatching angleichen ist ja insofern schwierig, dass es ja beim A cappella keinen klassischen Beat gibt. Trotzdem kann man ja auf sowas achten wie Einsätze und auch ein A cappella hat ja eine gewisse Rhythmik. Es ist auf jeden Fall ein bisschen komplexer hier, das Beatmatching dann, aber es geht auch. Leichter wäre es natürlich, wenn ihr einfach die BPM-Zahl wisst, sei es jetzt durch das Original, eben den Original-Track, aus dem dieses A cappella stammt, oder eben, weil ihr sowieso digital auflegt, könnt ihr ja in der Software oder in der Software, die ihr dann wiederum für den CD-Player nutzt, dann dieses Grid-Raster schon anpassen. Oder ihr macht es halt eben immer manuell. Wenn ihr ein Gesprochenes nutzt, zum Beispiel eine Rede von jemandem oder irgendeine Aussage, die ihr mal irgendwo aufgeschnappt habt, die sehr cool zu verarbeiten ist, da ist es weniger wichtig, dass der Key stimmt, weil eben das ja auch nichts Gesungenes ist. Und etwas Gesprochenes passt, blöd gesagt, überall drüber. Da geht es dann eher im Prinzip um die Message oder dass es einfach irgendwie halt einfach cool rüberkommt. Genauso wie der Key ist da dann auch das Beatmatching sozusagen auch nicht mehr so wichtig. Klar, insofern ihr das irgendwie schafft, dass es vielleicht noch ein bisschen zusammenpasst, dadurch, dass man es schneller oder langsamer macht, ist es cool. Aber natürlich kann man bei einer Rede auch gar kein Beatmatching machen. Wenn ihr dann mal Korrekturen am laufenden A cappella sozusagen vornehmen müsst, dann ist es wie immer, gilt es auch hier natürlich zu schauen, dass ihr das am besten in Gesangspausen macht, in irgendwelchen Lücken, damit man eben nicht diesen typischen Mickey-Maus-Effekt hat oder umgekehrt eben, dass die Stimme besonders tief wird, wenn man es eben abbremst oder dass man es auf einmal eben wieder schneller macht durch das Anschubsen. Eben ganz wichtig, entweder natürlich wie immer Master-Tempo oder eben insofern es nicht an sein darf, damit ihr den Key richtig anpassen könnt, dann eben schauen, in Gesangspausen eben das Pitch-Bending dann vornehmen. Ansonsten sind A cappella Live-Remixer auf jeden Fall ein sehr cooles Mittel, eben neue Sachen zu kreieren, dem Ganzen eine eigene Note zu verleihen. Und damit hebt ihr euch auf jeden Fall von der Masse ab. Ihr könnt auch euer Publikum überraschen, weil die das wahrscheinlich nicht kennen. Und so sorgt es für viel Abwechslung und ist auf jeden Fall ein Hinhörer. Kommen wir dann jetzt zu den komplexen Übergängen sozusagen und dafür bauen wir hier noch ein bisschen um. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.